Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass ihr eine schöne Woche hattet. Heute gibt es einen Drogeriemarkt-Haul. Ich war bei Müller und bei DM und es gibt noch zwei Dinge von H&M, die ich euch zeigen werde. Ich habe alles unterteilt. Also die Kindersachen und Babysachen, was wirklich nicht viel ist, kommt am Ende. Also jeder, der sagt, das interessiert ihn nicht, kann dann abschalten. Und wir haben heute eigentlich von allem so ein bisschen was dabei. Bisschen Ernährung, bisschen Pflege. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Die Sachen, die ich euch heute zeige, habe ich alle von meinem eigenen Geld bezahlt und es ist davon auch nichts gesponsert. Einkauf Nummer 1 ist so unfassbar lecker. Nicht unbedingt hundertprozentig gesund, weil da ordentlich viel Rohrzucker drin ist, aber ich liebe sie einfach. Die Alnatura Kokosschnitten. Die sind sowas von lecker. Die habe ich auch bei Müller geholt. Ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr bei DM, weil die da ihre Eigenmarke haben. Ich muss allerdings sagen, die von Alnatura sind unfassbar lecker. Also wer Kokos mag, kann die gerne mal probieren. Die sind so richtig dick und saftig und einfach super, super lecker. Kann ich jedem nur ans Herz legen, wenn man Kokos mag. Zwei Nagellacke habe ich noch bei DM geholt. Einmal die Nummer 897 und die 859 von Essie. Fand ich beide sehr schön für den Winter. Dann brauchte ich unbedingt Deo-Nachschub, weil ich mein Deo nämlich irgendwo im Fitnessstudio verloren habe. Und ich habe mir wieder Wild geholt. Mit denen hatte ich ja schon mal eine Kooperation. Das ist allerdings jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Anderthalb. Ich glaube, da war ich noch schwanger. Dann ist es sogar noch länger als anderthalb Jahre her. Das habe ich auch bei DM geholt. In der Farbe Türkis, die hatten jetzt noch keine anderen Farben. Ich glaube, die hatten noch andere Duftrichtungen zum Nachfüllen. Ich habe jetzt Fresh Cotton and Sea Salt. Und mit dem Deo war ich immer zufrieden. Das hält sogar beim Sport. Zumindest bei mir. Und ist vegan. Sehr gutes Ding. Die drei habe ich bei Müller geholt. Das ist einmal eine Handmaske, dann ein Badesalz und ein Badepuder. Und ich fand, die haben ein sehr, sehr schönes Packaging gemacht. Ich liebe die Farbe und es sah einfach ansprechend aus. Deswegen, ich werde das mal testen und euch dann berichten, wie es war. Ob es genauso gut war, wie die Verpackung aussah. Dreimal Tofu habe ich auch noch geholt bei DM. Den gibt es aber auch bei Müller und den fand ich auch immer gut. Ich habe jetzt Natur geholt. Ich glaube, den gab es sogar in zwei, drei unterschiedlichen Sorten. Ich kaufe übrigens immer recht viel Lebensmittel auch in den Drogerien ein. Ich finde, die haben auch immer gute Snacks, Linsen und alles, was so dazugehört. Unterschiedliche Dips, Mehlsorten, Säfte und sowas alles. Kann man da sehr gut auch kaufen. Zahnseide habe ich auch noch geholt, weil meine fast leer ist und ich mache das jeden Abend. Nehme ich mir so ein Stückchen und gehe durch meine Zahnzwischenräume, reinige die aus. Und das kann ich euch als kleinen Tipp geben, davon hatte ich jetzt noch genügend. Wenn ihr Zwischenräume habt, die ein bisschen größer sind, gibt es da auch so kleine Bürstchen, mit denen ihr da durchgehen könnt. Wichtig, die Bürste sollte die richtige Größe haben. Es ist nämlich so wichtig, dass wir unsere Zähne und auch die Zwischenräume richtig gut pflegen. Deswegen Zahnseide darf bei mir auf gar keinen Fall fehlen. Bleiben wir beim Thema Zähne. Die Elmex habe ich noch geholt, die Aronal und die ProSchmelz Sensodyne. Die hier ist auch mit ein bisschen, ich meine, die hätte auch so ein Sanftweiß, genau. Die ist auch so ein bisschen aufhellend. Finde ich nämlich auch nicht so schlecht, damit die Zähnchen auch immer schön weiß bleiben. Und ansonsten habe ich die beiden hier. Ich wollte mir jetzt auch unbedingt nochmal das Elmex Gelee holen aus der Apotheke. Das gibt es in der Drogerie nicht, weil ich einfach schon immer sehr schmerzempfindliche Zähne hatte, gerade hier unten. Und ich habe da immer gemerkt, wenn ich das Gel hole, das hilft schon immer enorm. Aber dafür muss ich in die Apotheke gehen. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich liebe Tee. Deswegen habe ich mir auch diesmal einen Schlafschön-Tee von Alnatura geholt. Mit Haferkraut und Lindenblüten. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt und ob der mich dabei unterstützt, abends noch ein bisschen entspannter einzuschlafen. Wobei ich sagen muss, das Einschlafen ist mittlerweile gar nicht mehr so ein großes Problem. Aber ich glaube, so ein Tee am Abend ist schon eine gute Sache. Ich werde euch übrigens alles, was ich finde, unten in der Infobox verlinken. Ein Reinigungstool, auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Ich benutze das schon seit Jahren. Ich würde sagen, dieses Ding hier tausche ich so im Schnitt einmal im Jahr aus und den Schwamm ein bisschen öfter.
Und es ist einfach so hilfreich. Hier füllt ihr Spüli rein und dann könnt ihr alles abwaschen, was ihr möchtet. Ihr macht euch die Finger nicht schmutzig, die Hände kommen nicht so viel mit Wasser in Kontakt. In Kombination habe ich dann noch ein Geschirrspülmittel geholt. Das habe ich bei Müller geholt und das habe ich bei DM geholt. Hier bin ich mal gespannt. Das benutze ich zum allerersten Mal. Ökologisch konsequent. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Schauen wir mal. Aber die hier sind unschlagbar. Bodylotion, einmal von Eucerin und einmal von CeraVe. Und ich muss sagen, gerade die hier, von denen bin ich immer wieder begeistert. Die machen so tolle Produkte, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eucerin finde ich auch gut, die sind manchmal ein bisschen teurer. Und ich habe immer das Problem im Winter, ich bekomme unfassbar trockene Schienbeine, wenn ich die nicht regelmäßig eincreme. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei mir Urea sehr, sehr gut hilft. Also wenn ihr trockene Körperstellen habt, probiert mal eine Creme mit Urea. Ich habe jetzt eben 10% genommen, das ist schon ordentlich. Und das ist auch ein Produkt, ich meine, das hätte nur früher anders ausgesehen, was bei mir immer gut geholfen hat. Ich wollte die hier aber auch mal ausprobieren. Die hat drei essentielle Ceramide und Hyaluronsäure, was auch super für die Haut ist und ist für trockene bis sehr trockene Haut. Und ich kann euch sagen, der untere Bereich meiner Beine ist zurzeit sehr trocken. Bambuswattestäbchen habe ich auch noch geholt, da sind 100 Stück drin. Die benutze ich auch ab und an zum Schminken, also zum Verblenden. Meistens nehme ich einen Pinsel, aber wenn der gerade mal nicht zur Hand ist, nehme ich auch schon mal ein Wattestäbchen. Und was ich damit auch regelmäßig reinige, sind mein Bauchnabel und Kians Bauchnabel. Aber wenn ich sehe, dass sich da irgendwie was festgesetzt hat, dann nehme ich ein bisschen Öl, ein kleines Wattestäbchen und gehe dann einmal ganz leicht durch den Bauchnabel durch. Und die habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zum zweiten oder dritten Mal geholt. Ökotest gut. Alleskleber. Bei uns sind in den letzten Monaten so viele Dinge kaputt gegangen, zerbrochen, abgerissen worden, dass ich mir gedacht habe, ich kaufe jetzt noch mal Alleskleber und versuche, die zu retten. Ich erinnere mich allerdings daran, dass ich mit denen so ein bisschen auf Kriegsfuß liege. Ich habe die nämlich immer geöffnet, benutzt, wieder zusammengeschraubt und beim zweiten Mal haben sie nicht mehr funktioniert, weil sie halt komplett zusammengeklebt waren. Wenn ihr da einen Tipp habt, wie man Alleskleber, der schnell trocknet, so wieder verschließen kann, dass es beim nächsten Mal auch nochmal funktioniert, dann wäre ich euch sehr dankbar. Auch bei Sekundenkleber habe ich das auch immer. Dann ist das komplett irgendwie zugedreht. Ich glaube, ich werde mal versuchen, wobei das habe ich eigentlich auch immer gemacht. Ich habe also auf die Klebefläche drauf, dann direkt verschlossen, vorher den restlichen Kleber von dem Verschluss entfernt und dann den Deckel erst drauf gemacht. Aber irgendwie hat es trotzdem nicht so richtig geklappt. Ich weiß es auch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall die Tage alles mal zusammenkleben. Linsennudeln habe ich auch noch geholt. Die habe ich bei Müller geholt. Die gibt es allerdings überall. Bei DM, ich glaube auch bei Rossmann, in allen möglichen Supermärkten. Und um ehrlich zu sein, ich habe bis jetzt noch nie einen wirklichen Unterschied geschmeckt. Ist egal, ob ich die aus dem Biomarkt hole oder aus der Drogerie, haben irgendwie immer recht gleich geschmeckt. Linsennudeln kann ich jedem empfehlen, der sagt, er möchte gerne mehr Proteine am Tag zu sich nehmen. Und ich gehöre ja auch dazu. Ich versuche darauf zu achten, etwas mehr Proteine zu mir zu nehmen, als ich das die letzten 2 Jahre getan habe oder die letzten 2,5 Jahre. Und auch wenn man sagt, man will ein paar Kilo abnehmen oder einfach sich was Gutes tun und nicht unbedingt die klassische Pasta essen, probiert mal Linsennudeln. Weil in der Regel, wenn ihr schön viel Soße habt, Tomatensoße zum Beispiel mit ein bisschen Gemüse drin, Lachs könnt ihr noch dazu machen, dann schmeckt man nicht so wirklich den Unterschied. So geht es mir zumindest. Ob ich dann Linsennudeln habe oder irgendwie eine andere Pasta, ist egal. Und das ist die deutlich gesündere Variante. La Vera Bio Seife war auch noch in meinem Einkaufskorb und damit werde ich gleich mal unsere Seifenspende auffüllen. Eine Retinol-Tuchmaske und da bin ich mal sehr gespannt. Die Versprechen auf den Verpackungen sind ja immer groß. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Maske 56% der Faltentiefe reduzieren kann. Aber gut, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das stimmen sollte. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sie ist. Und Retinol ist etwas, das versuche ich jedes Jahr ab Herbst bis zum Beginn des Frühjahrs in meine Pflege einzubinden. Das mache ich auch schon seit Jahren.
und kann das auch jedem nur empfehlen, der es verträgt. Wenn ihr euch ein Retinolprodukt holt, gerade auch wenn es ein Serum ist oder eine Creme, die Retinol enthält, ich würde das immer an einer kleinen Stelle erstmal ausprobieren, weil es gibt einige Menschen auf dieser Welt, die Retinol nicht so gut vertragen. Wenn ihr eurer Haut aber etwas Gutes tun wollt und es vertragt, ist Retinol eine super Sache. Gerade auch so was Prävention angeht, zum Thema Hautalterung, kann ich das jedem nur empfehlen. Kokoswasser von Alnatura, hier würde ich immer darauf achten, dass hier 100% draufsteht, weil ich habe schon so viel Kokoswasser gesehen. Da steht dann ganz klein 30%, 40%, 60% und dann packen die da noch ganz viel Zucker mit rein. Und das hier ist 100% Kokoswasser und ich liebe das, wenn das gekühlt ist. Ich mache das manchmal in Smoothies rein und ich trinke es einfach sehr gerne und damit bin ich hier in dem Haushalt auch nicht alleine. Meersalz habe ich auch noch geholt, totes Bademeersalz und das benutze ich auch schon Ewigkeiten und eigentlich gehe ich immer das von DM holen, weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis super finde. Ihr könnt damit baden gehen, also ein Vollbad machen. Ihr könnt das für Fußbäder benutzen, für Handbäder, also so eine kleine Schüssel nehmen, ein bisschen Meersalz rein und die Fingernägel einweichen. Ich habe immer den Eindruck, dass es meiner Haut sehr, sehr gut tut, auch ein bisschen entwässert und ich komme danach immer aus der Badewanne und fühle mich einfach wie als wäre ich im Meer gewesen. Nur ohne Sonne und ohne Wellen. Bio-Apfelmark mit Mango. Ich liebe das morgens zum Skier oder wenn ich mir ein Porridge gemacht habe. Kian liebt es auch. Und das Gute ist, es ist 100% aus den jeweiligen Früchten gemacht. Es ist nichts zugesetzt. Da war ich bis jetzt auch immer zufrieden. Ist egal, ob ich das bei DM geholt habe, bei Müller geholt habe oder auch im Bio-Supermarkt. Solange es 100% ist und Bio-Qualität, fand ich das bis jetzt immer sehr, sehr lecker. Thermalwasser von Avene habe ich das erste Mal vor circa, wann war das? 2018, glaube ich, das erste Mal benutzt. Finde ich ein absolut super Produkt, auch für die Handtasche, für zwischendurch mal. Es spendet der Haut Feuchtigkeit oder auch wenn ihr Hautprobleme habt. Wenn ihr zum Beispiel eine Wunde habt, ich habe das Gefühl, dass dieses Thermalwasser auch den Heilungsprozess beschleunigt. Muss jeder mal für sich ausprobieren. Ich habe davon eigentlich auch immer die großen Flaschen geholt und das habe ich jetzt für die Handtasche geholt. Und ich war bis jetzt immer zufrieden. Wir haben sowieso tolle Produkte. Erwähne. Die kleinen Helfer habe ich auch noch geholt. Haargummis sind nicht der richtige Name. Sie heißen eigentlich anders, mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Die benutze ich zum Beispiel auch häufiger abends, wenn ich ins Bett gehe. Also ich achte darauf, wenn ich die Haare abends zusammenbinde, dass ich nicht so ein Gummi hier nehme. Erst recht nicht, wenn da noch ein Metallstück dabei ist. Die kaufe ich eigentlich gar nicht mehr ein, weil die Haare zusätzlich strapazieren. Mit denen hier habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Oder was ihr auch abends benutzen könnt, sind Haargummis mit Seide drumherum. Das ist eigentlich so das Allerbeste für die Haare. Die finde ich allerdings als Alternative auch ganz gut. Ich war ja auch noch bei H&M. Das ist jetzt kein Drogeriemarkt, aber die haben auch Nagellack. Und da habe ich die Nagellackfarbe gefunden, die ich von H&M über alles geliebt habe. Gerade jetzt für Winter und Herbst. Die gibt es aber irgendwie in Deutschland nicht mehr. Ich hoffe, sie kommt irgendwann mal nach. Diese Farbe hier ist allerdings ganz, ganz nah dran. Die Farbe finde ich sehr schön und ich war auch mit der Haltbarkeit von H&M Nagellacken bis jetzt immer zufrieden. Kommen wir zu den Kindersachen. Also alle, die jetzt nicht mehr weiterschauen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und für alle, die jetzt dranbleiben, ist es gar nicht viel. Aber ich muss euch einfach so zwei, drei Sachen zeigen. Unter anderem habe ich bei H&M, ist die nicht süß? Ich bin so ausgeflippt. Wenn ich mir dazu noch eine Jeanshose vorstelle, die hatten dazu auch eigentlich die passende Jeanshose, allerdings nur noch bis Größe 80. Das passt Kian leider nicht mehr. Aber die fand ich einfach so süß. Bei H&M. Das waren die zwei Sachen, die ich bei H&M gekauft habe. Dann bei Müller. Ich war so positiv überrascht. Und zwar haben die Schleichtiere in, ich weiß nicht, wie vielen unterschiedlichen Ausführungen. Und Kian liebt Schleichtiere über alles. Also es ist so sein allerliebstes Lieblingsspielzeug, mit den Pferden zu spielen, Kühe. Der hat mittlerweile einen ganzen Bauernhof.
Und da habe ich jetzt noch den Papageien geholt und einen Bennersennenhund. Und ich sehe mich nächste Woche schon wieder dahin laufen, weil ich selber diese Tierchen so süß finde. Und man kann noch super Tiernamen damit üben. Den Kindern was über die unterschiedlichen Tiere erzählen. Und ich finde das einfach viel, viel schöner als irgendwelche lauten Autos, die blinken, die laut sind, wenn Kinder sich halt mit sowas auch mal ruhig beschäftigen können. Und Kia macht das teilweise mittlerweile eine Stunde ganz alleine, spielt er. Kommt jetzt auch nicht zu oft vor, aber manchmal schafft er das und dann ist er ganz ins Spiel vertieft und ich finde diese Tierchen einfach so toll, ne? Also Schleich bin ich ein absoluter Fan von. Und ich habe auch schon andere Dinge, also andere Figürchen bestellt, andere Tiere bestellt, die nicht von denen waren, aber die haben einfach nicht diese Haptik. Die haben, wenn man die anfasst, die sind einfach nicht so wie die von Schleich. Ja. Also, ich bin seit mehreren Monaten ein absoluter Fan von diesen Tierchen hier. Babyshampoo von Penaten. Da ist es mir aber, um ehrlich zu sein, im Grunde genommen immer egal, ob ich jetzt Bübchen nehme oder Penaten. Ich nehme immer das, was mir als allererstes in die Hand fällt. Ich dusche Kian ja sowieso nicht so oft. Also im Schnitt würde er so, ich würde mal sagen, alle 5 bis 7 Tage wasche ich ihm die Haare. Untenrum natürlich ein bisschen häufiger. Aber ansonsten finde ich, muss man Babyhaut und Babyhaare jetzt noch nicht so strapazieren. Übrigens, mit dem Mama-Kanal geht es irgendwann weiter. Nicht, dass ihr denkt, dass es den nicht mehr gibt. Den gibt es noch. Und ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Ich habe ja gerade noch so ein bisschen andere Dinge in meinem Kopf. Ich will unbedingt umziehen und sowas alles. Das heißt, wenn ich das alles mal dieses Jahr sortiert habe, dann gibt es auch wieder Mama-Liebe-Videos. Kommen wir zu den absoluten Lieblingskeksen von Kian, die er aber trotzdem nicht jeden Tag bekommt. Und das sind die hier von Mowgli. Kakaokekse mit Dinkel und Butter. Ist kein industriell klassischer Zucker drin. Die süßen mit Agavendicksaft, was natürlich besser ist als jetzt der klassische weiße industrielle Zucker. Allerdings auch nicht in Übermaßen verzehrt werden sollte, gerade von Kindern. Deswegen bekommt er die nur immer mal zwischendurch. Die sind von Demeter. Und ich muss sagen, das sind die einzigen Babykekse oder Kinderkekse, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Also wenn da die Packung auf ist und meine Disziplin lässt mich mal wieder im Stich, die esse ich sehr gerne. Die schmecken wirklich gut. Und das Zähneputzen danach natürlich nicht vergessen. Das kann bei den Kindern ja schon mal ein bisschen abenteuerlicher werden. Aber da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass die Kinder danach die Zähne putzen. Und dass das nicht vergessen wird. Geschenkpapier habe ich auch noch geholt bei DM in so einem Dschungelmuster. Ich finde, das ist schön für Mädchen und Junge, weil wir sind bald auf einen Kindergeburtstag eingeladen. Und dann dachte ich mir, sind die Giraffe und der Elefant und das Zebra doch eine schöne Möglichkeit, das Geschenk zu verpacken. Damit sind wir auch am Ende angelangt mit unserem Drogeriemarkt-Haul. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und schreibt sehr gerne mal unten in die Kommentare eure Lieblingsprodukte oder euer Lieblingsprodukt aus der Drogerie. Dann werde ich mir nämlich mal alles durchlesen und mich ein bisschen inspirieren lassen. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Ich hoffe sehr, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen und viel Spaß bei eurer nächsten kleinen Shoppingtour. Bye bye!